Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und wir haben jede Menge Organisatorisches zu tun. Erstmal holen wir uns mal, passiere den Zeittunnel über den Gelöbniskap. Ach so, ein Zeittunnel, ja, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, wir haben das dreifache Siegel gelöst und die Belohnung immer noch nicht. Wir haben ein Artefakt mit 4 Sternen erhalten, die Berserkerrose. Vor 2 Parts. Stelle eine Figur unter den Schutz von mindestens 3 verschiedenen Schilden. Nahezu unbesiegbar. Okay, cool. So. Ja. Und wir haben natürlich Nachricht bekommen. Ein Danke an alle Reisenden. Das 4. von 4. Wieder 400 Urgestein und widerhallende Melodie. Eine Leier mit einer einzigartigen Form. Ihr Körper ist mit luxuriösem Lack in goldener Farbe überzogen. Die Form ist elegant und die Verarbeitung exquisit. Besonders überragend ist das Material der Saiten. Das rhythmische Melodien lange widerhallen lässt. Ja. Du brauchst die Leier nur leicht zu berühren, um wundersame Töne perfekt erklingen zu lassen. Viele talentierte Künstler bauen die Instrumente, die sie spielen, entsprechend ihren persönlichen Gewohnheiten um. Diese Leier mag für die meisten Leute nur ein Stück Deko sein, aber vielleicht gibt es da draußen einen echten Meister, der sie spielen kann. Okay. Jetzt natürlich doof, dass wir Venti nicht haben, ne? Genau, die Tränenkristalle, die teilweise reparierte heilige Leier. Exquisitholz und... Ah. Ah, okay, das ist für eine Deko in der Kanne. Dann dauert das noch bis zum Ende der Liebe-Story, bis ich die zeigen kann, hier auf dem... Okay, das ist ein bisschen doof, aber okay. Und natürlich nochmal zweimal verwobenes Schicksal. Aber wir haben heute auch den 3. Oktober. Und, nee, sorry. Exactly is it. I didn't quite catch your request. Die Sache ist, es gab heute einen Livestream zu Version 2.2, die am 13. Oktober kommen wird. Also für euch schon etwas länger her, wenn ihr das hier seht. Die Sache ist, es gab ein paar Gutscheincodes einzulösen und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich habe mir die, oder ich selbst habe sie nicht, mir gemerkt oder irgendwo aufgeschrieben, sondern ein Kumpel von mir. Ich habe es leider, komplett verpennt. Ich habe echt nicht mehr dran gedacht. Zum Glück habe ich einen der besten Kumpel aller Zeiten. XDT. Und ja, ich mache das gerade hier. Ich muss hier halt gerade auf dem Bildschirm schauen von meinem Handy und mache das darüber, weil sonst würde ich das... ihr seht ja, was das für... Zahlen, oder was das einfach für ein random, was auch immer ist. Ja. Ich sollte vielleicht erklären, wenn ihr das hier seht, dann sind die ganzen Gutscheincodes hier schon längst nicht mehr gültig. Die sind gültig, warte kurz, was steht hier? Gültig bis zum 4.10.2021, 12 Uhr UTC
minus 4. Also UTC minus 4 heißt die Greenwich Standard Time, die eine Stunde vor unserer ist. Also wenn wir 13 Uhr haben, haben die in Greenwich, England, haben sie 12 Uhr. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Schule. Und dann nochmal minus 4. Also, Moment. Bis zum 4.10. 17 Uhr müsste sie für uns quasi. Ja. Gültig gewesen sein. Und 100 Urgestein, 5 eines Helden Weisheit, 10 mal Verstärkungserz und 50.000 Mora. Das sind schon für so einen kleinen Gutschein ist das schon ordentlich, ne? Quatsch. Wollte ich jetzt nicht. Also wenn wir das hier mal mit denen vergleichen, klar, das hier ist ein bisschen mehr alles, aber das war das große Ein-Jahr-Jubiläum. Und so ein Gutschein. Wisst ihr, wir haben jetzt schon so viele verwobene Schicksal. Ich weiß nicht, ob wir noch warten sollen. Eigentlich ja schon. Doch. Wir warten noch und einmal können wir dann ja eh was ist das mit... Ach so, das ist so eine Special-Sache wieder. Okay. Machen wir das schnell. Hey, Jungs! Na? Ja, und weg. Je. Ja, bitte, 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 bitte. Gib her die Belohnung. Wie viel haben wir eigentlich, Abenteurer-EP? So. Zum Weingut Morgenröte kommen wir auch ohne. Ja, das ist jetzt unsere normale Hauptmission. Mit Jean reden. Jean, Venti und Diluc. Und Venti ist leider nicht zu erhalten momentan. Egal. Defallen Protection Squad assemble. Let's put our crystals together. Oh, the color of these crystals looks muddy. Defallen, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please, Traveler. It is hard to believe such a thing is possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. So next we use the crystals on the holy lyre like last time. Alles klar.
Ja. It worked. Okay. It seems completely different from before. The liar's animal power seems fully restored. We should be able to use it now. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands. Sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... Eine Klippe? Eine Küste? In der Luft gleiten und spielen? Ja, machen wir das doch. Even Amber would never think of doing such a thing. If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach we were on when you told Paimon about your sister? If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star Snatch Cliff. What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am. Sorry. I didn't mean to. It's okay. No, it can't be. Ah, reden wir mal mit all den. Obwohl ich privat hier bin, klinge ich manchmal, als würde ich Befehle austeilen. Das ist wirklich eine schlechte Angewohnheit. Naja. Although we may be able to negotiate with Storm Terror, we'll most likely have to fight. Please be ready for it. Ja, warum hilfst du uns eigentlich? I mostly decided to do it on a whim. Though I must say that Bard is quite intriguing. Besides, it's bad for my business if we keep letting Storm Terror do whatever it pleases. Let me be clear, though. I did it for you, not for the Knights. Ja. Ja, er kann die, er kann den Ritterorden echt nicht. Gut gemacht, Melody. Jetzt bin ich an der Reihe. Erzähl mir von... Dvalin used to be my friend. I still regard him as such. We used to listen to the songs of the wind and sing Ode to the Dandelion together. That's why I remember him as someone gentle. Huh? Of course. You're already my friend. Ja, und erzähl mir von Wein. Klar, wenn wir mit ihm reden, müssen wir immer über Wein sprechen. Mondstadt is famous for its wine. It's the city's most prized treasure, I'd say. Wie sie einfach mal komplett daran vorbei übersetzt haben, was er eigentlich gesagt hat. Aber okay. Its dandelion wine is the best. Actually, the scent of dandelion in the wind alone is enough to get you drunk. Ah, I almost forgot that you're underage. Such a shame. Ich bin nicht minderjährig. Warum behaupten das immer alle? Naja. Übrigens, seht ihr dieses... Moment. Kriegen wir doch bestimmt besser hin, oder? Seht ihr dieses Riesenteil da? Rechts von der roten Sphäre am Rumfliegen? Die fliegt so etwa über dem Liwe... Ja, über den Hafen von Liwe. Und das ist die Jadekammer, wo Ningguan herrscht, quasi. Und ja, das ist echt beeindruckend. Vor allem, wenn man weiß, dass sie eine relativ junge Frau eigentlich ist. Und trotzdem hat sie
nicht nur ihre eigene Kammer erbaut, sondern sogar eine eigene fliegende Kammer. Also, ja, ganz sicher nicht. Ad Astra. Super. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, ob ich überhaupt hier richtig aufnehme. Einen Moment. Und ja, es ist immer eine tolle Sache, sowas erst in der Hälfte der Folge mal zu überprüfen. Aber doch, hat ja ganz gut geklappt. Das, naja, ist nochmal eine andere Sache. Ach, und jetzt sehen wir auch hier dieses Windfeld, was wir letztes Mal für den Zeittunnel aktiviert haben. Ne? Dude. Finde ich klasse, dass das Spiel teilweise so eine Sichtweite generiert. Auch wenn es da noch, andere Pop-Ups gibt, hin und wieder. Aber ich finde es okay. Ich hatte solche Pop-Ups halt auch bei... Nee. Ich habe solche Pop-Ups ja sogar bei AAA-Spielen und von daher... Ja. Oh, hey. Ach so, ich habe an der Ausrüstung übrigens nichts verändert und auch nicht mehr großartig jetzt was an den Soundeinstellungen seit dem letzten Mal. Ich hoffe, es funktioniert alles. Also so wie ich das höre, ist eigentlich gut. Vielleicht noch so die ein oder andere Sachen, so ein, zwei Sachen, bei denen weiß ich aber nicht genau, wie ich es machen kann. Soll. Ich glaube, es ist aber auch nicht so schlimm. What's the hurry? Beziehungsweise das größte Problem eigentlich, was immer noch besteht mit meiner Audio, bin ich eigentlich selbst. Ne? Freeze, don't push your luck. Also. Ja, die Qualität der Audio ist gut, aber das, was der Kerl sagt, das geht halt gar nicht, ne? Der... A reward on the road. Ich weiß manchmal selbst nicht, was ich zu denen sagen soll. Erst Stufe 20, ne? 22, ah, oh, okay. Okay. Ich würde mal sagen, da oben geht's hin. What's the hurry? Freeze, don't push your luck. Hey.
Oh! Eine Selie. Da oben will die hin. Ja, super. Hey! Ja. Und ihr bemerkt das gar nicht, dass euer Kumpel... Okay. Fascinating. Ja. What's the hurry? Bennett! Get out of here! Out of the way! Rams! Sehr schön. Adventure time! Ich weiß übrigens gerade gar nicht mehr selbst, wofür ich die elektrisierten Kristalle brauche. Aber sie sind wichtig. Wir brauchen sie. Ja, und der Ruinenwächter ist wieder da. Weil, warum nicht? Off we go. Adventure time. Ich bin mir gerade unsicher, braucht eigentlich irgendein Charakter, mal abgesehen von Venti. Ich weiß, Venti braucht Cecilia, um aufzusteigen. Aber sonst irgendein Charakter? Bin ich mir gerade echt unsicher, ich glaube nicht. Vielleicht Jean. Ich bin mir aber... Ja. Everyone is finally here. Oi. Ah, das wird eine sehr storylastige Folge. Aber okay, ich denke mal, das... Es ist auch nicht so schlimm, oder? Macht euch die Story Spaß? Mir schon. What a view. Lovely for a fated reunion, isn't it? Well, we must be prepared for a fight. Regardless of the outcome, things finally seem to be taking a turn for the better. Mondstadt has really been going through so much recently. Huh. In the end, the solution to our problem was as simple as a traveler in a song. I suppose the Knights of Favonius may have played a part in it too. Oh, we get it, Master Diluc. Everyone, please step aside. I, the best wandering bard of the mortal world, shall begin my performance with the Holy Lyre. Ja, da hat jemand Selbstvertrauen. Of your yearning for this song. We are communicating. Huh? No! Don't get bored! Do not be fooled by him, dear dragon. He left you to rot alone. Now he attempts to deceive you once more. Arbatos! Let your wrath best die. Mondstadt has already turned its back on you! You! You were planning this all on, happy slave! No! Listen to me! The time has come for the dragon to serve its true master! While you beware your pragmatic shadow, watch the world tremble! Dvalin. Barbe, Venti, please be careful. You've known my true identity for some time now, haven't you, Jean? Though, I thank you for continuing to use the name Venti.
How's the Holy Lyre? Can it still be played, or does it need to be repaired? Unfortunately, I think it's beyond repair. Ah. Ja klar, nervt irgendwas. Wir können den Abgrundmagier nicht so davonkommen lassen. Ja, who cares about the Abgrundmagier? Dvalin ist in großer Gefahr. We should make that Abyss Mage pay first. If we don't fight the evil at its source, then we can't save Dvalin at all. In which case, I shall call upon Outrider Amber to track it down. No need. Why is that? I eradicated one not long ago, in one of the Four Winds temples. What? When? If you want to track those monsters down, then I'll seek answers from my contacts. I've got other means for getting the job done. Diluc. Though he dislikes the Knights of Favonius, he protects Mondstadt in his own way. Oh? Why does our little Paimon sound so doting all of a sudden? Wait for my word. I'll be sure to let the Abyss Order know that their blatant disregard for Mondstadt will not go unpunished. Yeah. Tja. Was soll ich dazu noch sagen? Ach, ja, Abenteuer in der Ferne. Adventure Team, assemble! Ja. Unser, ja, Bruder ist bei den Abgrundmagiern. Ah, stimmt. Zieht Gegner und Objekte innerhalb eines Radius von 5 Meter bei Anwendung von Lichtschwert langsam vor die Figur. Und, ja, das ist das erste Mal, wie man seinen Bruder quasi wieder sieht. Was soll man dazu sagen? Dum, dum, dum. Okay. Ich glaube, das reicht erstmal schon. Und Gruß, Zynas-Fan.